schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und hier mit dabei ist der gute Marco. Marco. Und wir haben eine coole Challenge. Und zwar gibt es auf YouTube eine Compilation von TikTok-Cosplayern. Und man muss eigentlich sagen, Fab or Trap. Das heißt, würdet ihr darauf fabben oder würdet ihr verbunden? Darauf trappen. So trappen. Darauf trappen. Also ist es eine sexy Frau oder ist es einfach nur ein sexy Mann? Sagen wir es lieber so. Ja, weil, also mir ist das ja dann egal. Das ist jetzt gut ausschauen. Spaß! Leute. Spaß! Also deswegen, es gibt sehr, sehr hübsche Männer einfach. Es ist halt einfach so. Okay. Ich zum Beispiel schon. Ja, du bist schon auch ein hübscher Mann für mich. Und deswegen, ich würde sagen, ihr ratet mal schön mit. Fab or Trap, Leute. Das klingt so falsch, Alter. Das soll nicht so oft werden sein. Liebe Leute, Love is in the air und Fabbing auch. 3 zu 1, let's go! Was denkst du? Ich finde es sehr markantes Gesicht, aber Schminke kann halt viel machen. Ich würde sagen Mann. Ich würde sagen Frau. Mann, ich würde da auch Mann sagen. Aber ich finde auch, die meisten haben so markante Gesichter wie so ein Mann, weißt du? Frau, das weiß ich, das ja. Frau, ganz sicher. Ich hab's nicht gewusst, also ich würde jetzt auch Mann sagen. Echt? Aber sie ist bei ihr? Nee, bei ihr nicht. Was denn? So würde ich sagen, Trap. Auf jeden Fall Trap. Ich würde sogar sagen, Frau. Echt? Ja. Aber sie sieht halt gut aus, ne? Sie hat mehr was Mögliches. Das ist doch... Boah, keine Ahnung. Also viele spricht so für und dagegen, ob Mann oder Frau. Es ist einfach ein S-Matcher. Also ich würde sagen, Frau auf jeden Fall. Fett, fett, fett. Miss! Ja, ist eine Frau. Das ist... Ich bin mir nicht so sicher, Digga. Ich würde sagen, Frau. Ja, ich sag's auch, aber es ist sehr knapp. Das ist eine Frau. Ja, ja. Das ist eine Frau. Durch die Originalstimme hört man das. Ist so cool, Frau. Mann. Ja. Aber die finde ich auch cool. Die wurde da durch einen anderen TikTok voll bekannt. Durch dieses mit dem Zeichnen, ja, ne? Genau, das Gesicht zeichnen. Stimmt. Boah, ich würde sagen, links ein Mann und rechts auch ein Mann. Ich hätte gesagt, links eine Frau, rechts ein Mann. Das ist eine Frau. Safe. Ja? Netflix and Pop-Tarts. Netflix and Pop-Tarts. Das ist eine Frau. Obwohl so asiatische Männer können auch saugen, zaubern. Also, aha. Das ist eine Frau. Das ist ja, das denke ich auch. Ja, oder? Das ist diese Abschmink-Challenge, denke ich. Oh, ich würde trotzdem noch sagen, Frau. Ja, klar. Frauen sind einfach die hübscheren Männer. So. Auch eine Lady. Ja, Lady. Aber, denke ich. Auch ziemlich schwierig. Aber ich würde. Boah, keine Ahnung, also da wirklich. Boah, keine Ahnung. Da bin ich raus, keine Ahnung. Könnte ein Trap sein, aber echt gut. Das ist eine Frau. Oh, dann kriegst du Probleme, wenn du das zeigst, ey, das Lied. Safe. Warum krieg ich Probleme, wenn ich das zeig? Ja, das Lied. Warum? Ja, weil das von A$AP Rocky ist. Ein bisschen. Okay. Ja. Ja, so ist es halt, wenn ich monetarisieren könnte, Leute. Frau Mädel, auf jeden Fall ein Mädel. Ja, ganz sicher. Ja, schon mal die. Ja, dann miss! I guess they never miss, huh? Ja. Kiss, ja. Kennst du die Nachmache von dem anderen, von dem Cosplayer? Ja, ja. So ja. Geil, von dem Schweizer. Oh. Ja, ja.
have me. Well, hey, I didn't know the knights had hot cat girls too. Oh, cool, man. No, you're fucking not. No, really, I'm a... I said, no, you're fucking not. Okay, aber eine Frau sehen. Ja. Das ist auch eine Frau. Hä? Aber das ist doch voll die Farce, oder? Wir sind ja alles Mädels, Frauen. Ja. Ja, geht wahrscheinlich auch nur darum, ob du drauf fetten willst oder nicht. Ja? Oh, das soll eine Trap sein, aber es war eine Frau. Ja, aber nicht drauf fetten. Du hast gerade in den Schritt geguckt, oder? Nee. Ich schon. Also ich bleibe irgendwie jetzt die ganze Zeit auf den TikToks hängen, anstatt zu bemerken. Das sind doch alles Mädels. Ja, ich würde auch sagen, nur Frauen. Also bis jetzt fast nur. Ja, okay, das sind immer noch beides Mädels, glaube ich. Ja. Ja, richtig, kann schon Junge sein, aber. Alter, warum? Das ist nicht so safe. Da, das ist das Gute. Oder? Nein. Das ist das Gute. Nee, das ist nicht das von ihr, wo sie bekannt gemacht ist. Nee. Leider. Stimmt. Aber das ist ganz sicher eine Frau. Ja. Okay. Was? Hä? Boah, kein Plan. Also ich finde das TikTok gerade irgendwie ein bisschen verstörend. Ach so. Hey, die Beine sind ja voll kurz, oder? Hm. My main purpose in life is to sexually confuse everyone who sees me. Inhale, okay. Alter, das ist halt irgendwie. Aber ich frag mich, was die ganzen TikToker oder die ganzen Cosplayer so mit den Zehen haben. Aber ist doch cool. Ja, schon, aber. Jeder. Das ist doch eine weibliche Version von. Ich will nichts Falsches sagen, Leute. Ich will kein Hate. Von Shoto. Shoto. Ja, das ist. Ja, da kann man aber nur vermuten, weil da ist so viel Schminke ja, drauf, dass es jeder sein kann. Aber ich finde es voll krass. Also, du siehst dann keinen Adamsapfel so. Voll gut gemacht und das ist Boo, ne? Ja, ist von König. Das ist. Vor allem ist es von Animal Crossing, oder so. Was macht die, Alter? Ja, moin. Die Musik ist voll verstörend auch irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hast du auch schon verwendet auf deinem TikTok, oder? Nee. Soll ich ihn gerade verlinken? Voll gut! Voll, ich find's auch. Können wir uns jetzt mitten im Video einfach drauf einigen, dass das bis jetzt alles Frauen waren und wir jetzt einfach nur noch die Dinger bewerten? Ja. Tja, das Video heißt trotzdem so, der Klick ist mir sicher, Leute. Was glaubst du? Nee, also ich finde zwei oder drei hätten schon so ein Mann sein können. Ja, ja. Finde ich. Aber im Bett hätte ich es erst gemerkt. Business Style. Und falls ihr TikTok sehen wollt, dann schaut bei mir vorbei. Ganz einfach. Oh, das ist auch zu. Also hier wäre es ja wirklich voll schwierig. Oder? Ja. Das wäre wirklich schwer. Aber ich finde so, einige können es einfach so richten. Assassin's Creed denn? Warum? Aber ich finde die TikToks alle lustig und cool und jetzt nicht cringe oder so. Ja. Das muss man jetzt echt sagen. Ja, ne? Aber ich finde Leute. Also bis auf ein, zweimal. Was würdest du sagen? Ich glaub, Leute, die so nichts mit so Anime oder Cosplay oder so zu tun haben, ich glaube, die finden das allgemein halt cringe einfach, wenn sich jemand so verkleidet. Aber auf TikTok sieht man schon trotzdem sehr viel mit Cosplay und so. Ja, das stimmt. Zum Beispiel die Furries oder so, weißt du? Mhm. Alter, das ist ja ultra gut gemacht mit der Schminke an den Händen und so. I mean, you're pregnant and I'm the baby. Ja, moin. Schon wieder die. So cool. Ja, die ist eine bessere Stelle als sie, glaube ich. Alter.
I know I'm speaking Chinese. I ain't speaking Chinese. K is for. Ja, okay. Okay, das ist jetzt schon eins der schlechteren. Das ist schon, aber auch ein bisschen weird. So. Ja. Okay. Sie fühlt sich aber, sie fühlt sich. Ja, Mann. Boah, krass. Krass, ja. Schon heftig. Ich finde auch immer die Haare so gut gemacht. Übelst. Das könnte ein Glatzzeichen wie gut von dir sein, oder? Alles klar. Wenn ich es einfach mal lernen würde, ich würde jeden Tag mit sowas auf die Arbeit gehen, Alter. So einen richtig geilen Wig, deswegen. Falls meine Haare mal abbrennen. So bauen wir einfach mit so einem Kuckuckhaar. So. Ja, wenn ich vom Start. Oder so Deko-Haare. So grün. Guck mal, die hat aber nur diese Zähne. Kannst du nur diese Zähne kaufen, diese zwei Schneidezähne. Ja. Bitch. Das ist okay, jetzt die letzten zwei. Bin gefühlt langsam zu. Das ist wieder weird. Das geht noch. What? Hey, how you doing, love mama? Let me whisper in your ear. Okay. Something you might like to hear. It's free real estate. Alles klar. Ich finde diese Effekte manchmal bei TikTok einfach zu viel. Mhm. So schwarz-weiß und so, okay, aber manchmal sind einige Sachen nur aus Effekt so. Ja. Wenn ihr mal sehen wollt, wie das richtig geht, schaut mal auf mein TikTok oder auf sein TikTok. Ja, genau. Was? Alter. Achso, das ist ein Spiegeldrick. Das ist eine Transition. Schon wieder. Ah, Junge, ich hätte mir gleich denken können, dass sowas kommt. Ja, moin. Okay, oh, also gefühlt waren das aber alles. Also, ihr könnt mal in den Kommentaren gerne schreiben. Gefühlt waren das für mich alles Frauen. Also, ich fand so bei zwei, drei. Ein, zwei Stück, ja. Aber halt nicht so, dass du sagen kannst im Video Fab or Trap, Fab or Trap, Fab or Trap, sondern Fab. Vielleicht betrunken, Vielleicht betrunken. Ja, genau. Ja, war schon schwierig. Also ich fand, ein paar Sachen waren schon. Aber da war auch der Großteil, fand ich, sehr gute TikToks. Auf jeden Fall. Was sagt deine Expertenmeinung, du mit deinem TikTok-Kanal? Also ich muss sagen, diese Exquisität ist sehr genüsslich. Ach, die Exquisität ist sehr genüsslich? Ach ja. Alter, so ein Ding ist das. Da muss ich ganz schnell los. Leute, du weißt doch, was du tun musst, damit ich komme. Ja. Tschüss! Du weißt doch, was geschehen muss, damit ich kommen kann. Ja, was muss denn geschehen? Du musst ganz laut furzen. Tschüss! Aber richtig. Danke, dass du dabei warst, Marco. Wir haben auch ein Video auf seinem Kanal. Yes. Und schaut auf seinen TikTok, schaut auf seinen YouTube. Hast du noch was zu sagen? Alles klar. Sayonara und ciao. Tschüss.